einer Zeit, wo die Menschen sich noch auf das Wesentliche konzentrierten, trafen sich der Franziskanermönch Eusebius und Pumput, der Hexenmeister der Oberlausitz, und philosophierten darüber, was wohl in 200 Jahren in der wunderschönen Oberlausitz sein mag. Die Neugierde darüber ist so groß, dass der Hexenmeister die beiden mit Hilfe seiner Zauberkräfte ins Hier und Heute bringt. Neben viel neumodischen Teufelszeug zeigen die Akteure dem Zuschauer viele Ortschaften entlang der Spree. Sie sprechen mit vielen interessanten Menschen und unter Einbeziehung von Sagen, Mühlen, Sehenswürdigkeiten, Fischen und Angeln, Umgebindehäusern, Gaststätten und Einzigartigkeiten in Geschichte, Kultur sowie Architektur bekommt der Zuschauer in bislang 10 geplanten Einzelfilmen eine Menge geboten. Wenn du interessante und besondere Menschen kennst, die das Filmprojekt bereichern könnten, dann melde dich umgehend und vielleicht kommen Eusebius und auch Pumphut bei dir und in deiner Gemeinde vorbei.